Hey du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein neues Guide. Heute steht uns Ash auf der Liste. Ihr werdet in diesem Video lernen, was ihre Fähigkeiten sind, was für Runen ich empfehle und welches Bild man gehen kann. Dann würde ich sagen, geht doch gleich los. Ashs passive Frostshot ist was sehr Besonderes für einen ADK. Und zwar kriegt sie durch kritischen Schaden nicht mehr Damage. Also die Crits machen nicht mehr Schaden. Aber dafür slowen ihre Auto-Attacks. Und wenn sie jemanden angreift, der bereits geslowt ist, dann macht sie mehr Damage. Das skaliert dann wiederum mit Crit. Und umso mehr Crit sie hat, umso mehr slowen ihre Auto-Attacks. Das heißt, wir machen nicht mehr Damage durch Crit, aber wir slowen mehr und durch den Slow machen wir mehr Damage im Prinzip. Ash Q Rangers Focus ist vielleicht schon sehr bekannt. Und zwar seht ihr, wir können es aktuell nicht aktivieren. Das liegt daran, dass wir mindestens 4-mal geautotackt haben müssen. Jetzt können wir es aktivieren. Es kostet 30 Mana, hat 0 Abklingzeit. Also sobald es rum ist und wir wieder 4-mal autotacken, könnten wir es rein theoretisch direkt wieder aktivieren. So, jetzt ist es so, wenn wir unsere Q aktivieren, haben wir verstärkte Auto-Attacks. Es fliegen immer so 3 Pfeile, ihr seht es. Wir haben mehr Attack-Speed und machen etwas mehr Schaden. Dieser Q gilt auch als Auto-Attack-Reset. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier angreife, kann ich 2 Auto-Attacks direkt schnell hintereinander machen. Das war jetzt nicht so clean, deswegen zeige ich es euch gleich nochmal. Also ihr könnt es als Auto-Attack-Reset nutzen, dass ihr quasi 2 Auto-Attacks auf einmal, also nicht auf einmal, aber sehr schnell hintereinander machen könnt. Ihr seht es. Generell, ihr habt hier sehr viel Attack-Speed jetzt mit Lethal Tempo etc. Weiter geht's. Ashs W Volley ist einer der Spells, warum sie so nervig ist. Und zwar, ihr seht schon, wir können Pfeile in eine Richtung schießen. Anfangs sind es nicht so viele Pfeile, aber umso mehr Level wir in diese Fähigkeit packen, umso mehr Pfeile werden es. Und dieser Spell, den kennt, glaube ich, jeder von euch, ist absolut nervig. Man kann, rein theoretisch kann der Gegner sich hinter Minions verstecken, es trifft den ersten Gegner, aber diese Pfeile sind so viele und so dünn, dass es eigentlich immer durch Minions durchgeht und einen dann doch trifft. Viel gibt es zu dem Spell eigentlich nicht zu sagen, es ist halt Pfeile in eine Richtung schießen, trifft den ersten getroffenen Gegner und ja. Ashs E ist in unteren Elo-Stufen sehr, sehr unterschätzt, aber im Pro-Play extrem gut genutzt. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier, ist der gegnerische Red Buff. Unsere E ist komplett, können wir komplett über die ganze Map schießen. Und wenn ich jetzt meine E hier hinschieße, fliegt ein Vogel über die Map und wir bekommen hier für eine Zeit lang Vision. Auf dem Weg, wo der Vogel fliegt, kriegen wir auch Sicht. Das heißt, es ist ein ziemlich starkes Tool. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel checken wollen, kommt der Drake ab? Sind sie vielleicht am Drake dran, die Gegner? Das heißt, wir schmeißen hier einfach unsere E hin. Und wir sehen, ah, okay, es macht gerade keiner den Drake, es ist safe. So kann man zum Beispiel auch den Jungler spotten. Das heißt, es ist sinnvoll, das immer Richtung Jungle irgendwo zu schießen, um zu gucken, wo ist der Jungler? Findet man ihn vielleicht? Bin ich sicher? Oder man kann natürlich auch, wenn der Gegner in den Busch rennt, einfach die E reinschmeißen, dann habt ihr da Sicht. Hat eine recht hohe, Recharge Time, das heißt 50 Sekunden Cooldown pro Vogel. Wir können 2 Stück insgesamt in der Tasche haben. Ashs Ult ist ein Arrow der Stunt. Ihr seht, er ist recht dick, ist dafür bekannt, dass er hittet, obwohl man ja denkt, dass er nicht treffen würde. Fliegt über die ganze Map, das heißt, ich kann ihn egal wohin schießen. Ich kann ihn nach hier oben schießen, er kommt dort an. Das heißt, man kann, wenn man AD Carry spielt, auf der Toplane jemanden hitten. Dieser Arrow, wenn wir ihn hitten, stunt Gegner. Ihr seht, dass er ist hier betäubt, macht jetzt viel Schaden, weil ich schon Level 18 bin. Und umso weiter der Arrow fliegt, umso mehr stunt er. Das heißt, wenn wir ihn von ganz nahem schießen, dann stunt er kaum. Aber wenn wir Full Range schießen, also von der Botlane auf die Toplane hoch, stunt er für 3,5 Sekunden. Und es ist halt wirklich krass. Wenn ihr zum Beispiel mal schaut, ich predikte einfach mal, dass hier ein Dummy steht. Ich weiß natürlich, ich schieße da meine Ult hin. Und wenn ich ihn gleich treffe, dann darf er sich einfach für eine halbe Ewigkeit nicht bewegen. Wir haben jetzt keine Vision, warte, wir machen den hier. Dann seht ihr gleich, wir schießen erst unseren Vogel hin, der uns Vision gibt. Und dann unseren Arrow und ihr seht, der darf sich einfach 3 Jahre lang nicht bewegen. Jetzt ist er nicht mehr gestunt. Also wirklich krass. Ihr merkt schon, Ashe ist ein recht alter AD Carry und daher sehr simpel. Ihre W und Q sind eigentlich das Wichtigste und ihre Ult. Die Frage, wie man jetzt mit Ashe kämpft, ist, glaube ich, recht selbsterklärend. Wir haben ja nicht viel zur Verfügung. Das heißt, wir poken mit unserer Q die ganze Zeit und wollen natürlich unsere, wir poken mit unserer W und wollen mit unserer Q so viele Auto-Attacks wie möglich durchbekommen. Vor Ashe kommt keiner weg. Das heißt, wenn jemandem hinterher rennt, es kommt keiner weg. Deine W ist riesig und slow, deine Q slow, deine Auto-Attacks slow. Und genauso ist es, wenn jemand auf dich zurennt. Du kannst extrem gut kiten auf Ashe. Diese Auto-Attacks fühlen sich sehr gut an. Man kann sie sehr schwer canceln. Das heißt, sie ist einfach nur ein Kiting AD Carry. Ein ganz klassischer Kiting AD Carry, wie es früher üblich war. Aber hat jetzt auch nicht irgendwie 6 Outplay-Potenzial. Sie ist gar nicht mobil. Also wenn man sie einmal hat, dann ist sie tot.
Kommen wir zu Ash's Rune. Ihr habt es vielleicht gerade schon in diesem kurzen Guide gesehen. Lethal Tempo ist einfach prädestiniert für Ash. Wir kriegen mehr Attack Speed und wir kriegen höhere Reichweite. Und wir sind ja nur Auto-Attack basierend. Das heißt, wir können öfter angreifen, machen mehr Schaden, haben eine höhere Reichweite, können die Gegner slowen, können die Gegner abfacken. Das ist wirklich perfekt. Als kleinere Rune nehmen wir Presence of Mind. Ey, wir haben es jetzt nicht gesehen, weil ich halt Mana Refill drin hatte, aber Ash ist sehr Mana konsumierend. Gerade wenn wir am Anfang unserer Wehe die ganze Zeit poken, es kostet echt viel Mana. Das heißt, Presence of Mind ist hier ein guter Ausgleich, um ein bisschen den Mana-Haushalt zu regulieren. Legend Bloodline, ja, muss ich nicht viel zu sagen, ist halt ein bisschen Attack Speed. Man kann hier auch Alacrity nehmen für, also Bloodline ist Lifesteal, wir können auch Alacrity nehmen für Attack Speed. Das ist aber je nachdem, wie man es gerne hat. Ich komme meistens mit Ash sowieso auf sehr viele Attack Speed, deswegen nehme ich da ein bisschen Lifesteal mit. Coup de Grâce, Execute Damage, brauche ich nicht viel zu sagen. Dann Secondary Inspiration, wir nehmen Biscuit Delivery mit, einfach eben um im Early Game ein bisschen Leben, ein bisschen Mana wieder zu bekommen. Ich habe ja gesagt, sie ist sehr Mana-intensiv, gerade im Anfang des Spiels. Und Approach Velocity ist halt die perfekte Rune für Ash. Wir kriegen Movement Speed, wenn wir auf jemanden zulaufen, der geslowt ist. Das ist das, was ich meinte mit, er kommt nicht vor uns weg. Und alles slowt. Jedes Spell von uns slowt. Das heißt, selbst Auto-Attack slowt. Das heißt, wir haben immer Movement Speed im Prinzip. Mega gut. In den kleinen Runen nehmt ihr einfach Attack Speed, Adaptive Force und Armor oder Magieresistenz, je nachdem. Kommen wir zu Ash's Items. Hier kann man ein bisschen variieren, aber was aktuell extrem stark auf Ash ist, ist Trinity Force. Wir kriegen durch unsere Attacks einfach mehr Movement Speed und wir durch Approach Velocity kriegen wir schon Movement Speed. Also ihr merkt, wir werden gefühlt zu Rammus oder Hecarim, übertriebenermaßen. Das heißt, wir kriegen Stacking Movement Speed. Wenn wir einen Gegner angreifen, kriegen wir sogar noch Stacking AD. Unsere W hat wenig Cooldown am Ende und unsere Q genauso hat ja 0 Sekunden. Das heißt, wir können die ganze Zeit spammen. Sprich, wir können diesen Schienenfaktor in Trinity auch sehr gut nutzen. Als weiteres ist sowas wie Blade of the Ruined King. Ihr merkt wieder Movement Speed, On-Hit Damage. Wir machen viel durch Auto-Attacks, viel mit Movement Speed. Das heißt, das ist sehr gut. Krakenslayer, wir machen viele Order-Attacks, das heißt, jeder dritte macht nochmal etwas Damage obendrauf. Dann könnt ihr sowas nehmen wie Runans Hurricane, damit ihr drei Ziele, stellt euch vor, ihr steht in der Backline als Ashe im Teamfight, greift drei Ziele gleichzeitig an, slowt drei Ziele, also Utility-mäßig so krass. Und dann könnt ihr sowas wie Last Whisper nehmen oder was könnt ihr noch nehmen? Ihr könnt einfach alles, was Attack Speed gibt, nehmen. Sowas wie Infinity Edge macht auf Ashe ja nicht so viel Sinn, weil unsere Crits machen keinen extra Schaden, sondern wir slowen und machen dadurch extra Schaden. Ihr versteht? Das heißt, daher müssen wir gar nicht so viel Damage bauen, sondern wir kaufen eher Attack Speed. So, Dudes, dann hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Guide ein bisschen helfen. Falls irgendwelche Fragen offen geblieben sind, einfach gerne in die Kommentare damit. Und jetzt würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Guide. Falls ihr Champion-Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Tschö. Mädö.